Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dungeon Defenders. Und heute bin ich nicht alleine, heute halten wir wieder den PD Brownie dabei. Hallo! Und warum sag ich das eigentlich immer? Das ist halt schon ein bisschen, dass du dabei bist, aber gut. Heute machen wir, na, weißt du welches Level? Weißt du welches Level? den Royal Garden. Ja. Mann, ich muss selber so nachgucken. Da muss ich selber erstmal nachgucken. Ja. Natürlich auf Nightmare, wie es sich gehört. Ja, natürlich. Was auch sonst. Oh, wir sind die Überpros. Ja, Leute, bei mir sah das komisch aus. Mag diese Map nicht. Die ist doch cool. Also, ich finde die echt hübsch. Ja, hübsch ist sie, aber ich mag sie nicht zu deffen. Ist schon erwähnt? Nee, ne? Nee. Okay. Ich hab gehört, du magst die Map. Nicht. Also ich finde die ziemlich knorke, finde ich die. Also eigentlich ist sie auch relativ einfach zu deffen, aber weiß ich nicht. Die ist nervig. Ja. Ziemlich. Hast du wieder alles weggelootet, hä? Es gab nicht viel. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Ja, ich hatte 2 Truhen, du Arsch. Ich auch. Ich hab 200 Mana insgesamt. Jetzt habe ich 300. Ja, ich würde irgendwo was hinbauen. Das ist doch schon mal ein Plan hier. Ja, ne? Ich dachte mir einfach, ich rede einfach nicht mit dir, was ich tue, sondern ich tue einfach. Das ist not so bad. Wenigstens einer, der was macht. Vor allem hättest du da eventuell gar keinen Tower hinbauen brauchen, denke ich mir gerade. Aber da kommt noch voll viel. Hätte da nicht einfach ein schnellster Tower gereicht? Also das ist halt recht teuer. Ich würde unten vielleicht hinstellen welche. Ne, ich so würde in der Mitte, würde ich eher mit Barrikaden deffen und deine Tower machen lassen. Hier würde ich einfach hier und hier so einen Schnitzeltower, oder nicht? Nein, das ist voll unnütz. Du machst einfach hier eine Barrikade, hier eine Barrikade, hier eine Barrikade und hier eine Barrikade und oben drauf stellst du deine Tower. Könnte man auch. Hier müssen wir aber noch treffen. Das heißt irgendwie hier so. Nein, hier. Wo bist du? Ah, aber du weißt schon, dass die auch hier runterfallen können, ne? Nein, die fallen da nicht runter, die laufen den Weg. Bist du ja sicher? Ja. Yep. Wissen das die Mobs auch? Ja. Yep. Ja, dann ist ja gut. Ist halt die Frage, ob wir dann diese 4 Seiten einfach mit 2 Schnetzeltowern deffen sollen oder 4 Schnetzeltowern, weil dann sind die definitiv gedefft und dahinter eine Barrikade. Oder ob wir mit Barrikade, weil wir 130 Einheiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, dann ich baue hier erstmal eine Barrikade hin. Wir können das immer noch dann abreißen und neu machen. Ja, wir können ja wenn dann erst nächste Runde wirklich was bauen. Ja, also mache ich hier jetzt eine Barrikade hin, so. Ja, dann auf deine Seite. Andere Seite auch und dann können wir dann nachher die Schnitzeltower dahin stellen. Schnitzeltower, ja. Zack. So, weil ich jetzt noch 2 Stück bauen kann, baue ich hier jetzt auch einfach Barrikaden rein. Mach das. So. Und so. Weil wenn da einfach Barrikaden drin stehen, ist es halt einfach, wie viel Mana hast du noch? Nicht viel. Wie viel hast du noch? Nein, warte. Warum? Nee, Vivan kommen jetzt noch nicht. Die kommen jetzt, wenn dann überhaupt, in der zweiten Runde. Weil hier muss auf jeden Fall auch noch irgendwas stehen, weil von da hinten kommen die Vivan. Ja, die kommen von der anderen Seite auch von da. Genau. Ich wollte eigentlich erstmal hier die Mitte, dass wir da auf jeden Fall was haben. Ja, dann bau da erstmal was hin. Weil die Mitte bleibt da so oder so dann im Endeffekt. Ach ja, stehen. Auf dem Holz kannst du nichts bauen, ne? Echt gut, dass du mir das sagst. Nur auf dem Stein. Ne? Wie war das auch gleich? Warum kann ich auf dem Holz nichts bauen? Weil du auf dem Holz nichts bauen kannst. Ja, das war halt auch so eine gute Aussage. So, warum kann ich auf dem Holz nichts bauen? Ja, weil du auf dem Holz nichts bauen kannst. So. Ja, ist genauso wie von dem Video heute. Hä, hey, warum denn? Ja, weil Baum. Hast du es gesehen? Ich habe einen coolen Baum gefunden. Ja. Den gab es in den Interwebs. Und die Eisenbahn auch cool. Was ein Zug. Ich bin ready. Ich habe noch, 20 Mana, aber damit kann ich nur eine
bei Dings aber und Verteidigung. Ich hätte auch noch 20 Mana über gehabt, aber passt schon. Ja, dann hätten wir schon wieder einen neuen Tower bauen können. Ja, jetzt ist zu spät. Okay. Ah, ich hab den aus der Map geschlagen. Das ist ja witzig. Das ist aber gemein. Das ist witzig, nicht gemein. Aber ist schon ein bisschen blöd, weil der gibt kein Mana mehr dann. Kommen da wirklich nur 20 Einheiten? Ja. Das ist ja mal gar nichts. Ich bin ja auch nur auf schwer. Ich bin meine Bonus-Maps gewöhnt auf schwer, Alter. Da kommt direkt erste Wave, ist direkt Wave 7, da kommen irgendwie, keine Ahnung, 500 Einheiten oder so. Ja, aber du musst auch zu den Bonus-Maps bedenken, dass die erst nach einem gewissen Update kamen, nachdem das Spiel schon so lange draußen war. Das heißt, im Normalfall hattest du die Voraussetzung, dass du so und so starke Charakter hast. Ja. Beziehungsweise davon konnten die Entwickler oder das Spiel an sich ausgehen. Das stimmt allerdings. Haha, hieß er. So, ich mach jetzt hier erstmal zu. Ja, dann machst du die Seiten auch. Da kannst du ja meine Turrets verkaufen und dann dafür eine Schnitzel Tower dahinstellen. Die einen Seiten, die du da meinst. Ist ein bisschen hoch. Das ist schon wieder ein bisschen hoch. Kannst du ein bisschen runterstellen? Halt die Gusch, Mann. Ich gebe gerade mein Bestes. Jetzt funktioniert es so ganz. No comment. Millimeterarbeit hier. Warum kann ich auch einfach nicht ranzoomen? So. Ich habe jetzt aber nur noch 80 Mana. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Du kriegst ja auch ein bisschen Mana durchs Verkaufen wieder. Ja, aber ich brauche ja 140. Und ich kriege 20 von deinem. Oh nö, ich kann hier kein... Ach nö. Tom, du kannst auf dem Holz nichts bauen. Nein, ich wollte auf dem Brunnen einen Blitztower bauen. Das wäre bestimmt voll cool. Nein, das geht auch nicht. Gibt hier nicht noch irgendwo Mana rum oder so? Willst du Mana haben? Ich brauche noch was. 40. Ne, 20 eigentlich nur. Wenn ich dann einen Tower verkaufe, brauche ich noch 20. Ich kann dir was geben. Wo bist du denn? So weit rumlaufen, direkt hinter dir. Achso. Da hast du ein bisschen was. Ach Mensch, ja, das ist ein bisschen was. Kann ich sogar zwei mitbauen. Ja, siehst du, dann kannst du die Schnitzel da schon mal hinstellen. Die Schnitzel. Ja, aber eventuell sollten wir dann, ich weiß nicht, ob wir da, ja, müssen wir gucken, wenn da Mages kommen. Ich weiß nicht, wie das ist, ob Mages sich stacken, dann müssen wir dann eventuell nochmal da einen Tower irgendwie hinstellen oder so, aber. Wir machen das einfach so. Das klingt auch noch ein Plan. Dann schießt dein Tower nämlich zumindest die Mages ab, wenn die das sich da stacken. Ja. Ich wusste ja nicht, dass du so viel Mana hast, deswegen. Ich hatte ein bisschen was. Ja, hab ich auch gemerkt. Da liegt noch was. Lass mich vorbei, Tower. Mana! Nein! Nein! Ah, war nur 20 hier. Take my Mana, bitch. Warum legst du das eigentlich jedes Mal hinter, wenn du dein Mana fallen lässt? Ich weiß nicht, das habe ich auch genommen, fand das irgendwie lustig. Und dann habe ich das in dem einen Part immer dahinter gelegt, wo wir immer hin und her getauscht hatten, dann habe ich immer gedacht, oh ne, das ist mir doch zu much. Da habe ich aufgehört. Ja, ist es auch. Ey, ich kann deine Tower gar nicht verkaufen. Nicht? Nein. Really? Die kannst du verkaufen, aber der geht nicht weg. Warum nicht? Ich meine, mein kann ich verkaufen. Mach mal deinen dahin, also irgendwas von dir. Weil das kostet ja eh nichts, wenn wir es dann nochmal abreißen. Läuft, das geht echt nicht. Hä? Aber ich meine, das ging immer. Ja, das ging auch sonst, aber hä? Das ist weird. Das ist ja übelst weird. Verrückt. Oder ist das irgendeine Einstellung, die man da einstellen muss, von wegen, hey, jetzt dürfen mal alle Spieler deine Sachen kaputt machen. Keine Ahnung. Mach den weg. Und lass. Will ich ja nicht genau Druck setzen, ne? Aber du hast nur noch 76 Sekunden. Alles easy. Okay. Hast du noch 10 Mana? Nee, nur 40. Dann gib mal her. Okay, danke, reicht. Echt, wie hieß da nicht vorhin was von wegen Achtung, Fliegedinger kommen? Stand das da nicht eben? Oder? Ich das nein, das ist der Stand. Weil die Map sagt nö.
Weiß ich nicht. Ist komisch. Ja, also ich würde jetzt einfach mal stumpf behaupten, den Rest von unseren Abwehreinheiten packen wir hier oben auf diese Reihe, dass wir die Mitte hier gedefft kriegen. Ja. Da würde ich auf jeden Fall gerne noch einen Blitz zaubern. Das ist bestimmt lustig. Dann, ich habe noch 30 Mana, willst du die haben? Ja, dann fehlen mir nur noch 90, dann ist der schon fast drin. Ja, warte mal hier. Take my Mana, Bitch. Soll ich das ja echt nochmal raussuchen und extra an dieser Stelle reinpacken? Nein, das muss von mir kommen. Okay. Jetzt hab ich's extra gesagt und jetzt willst du mir wieder versauen, indem du dich wieder dahinter legst. Das ist nicht okay. Oh nein, jetzt bat Armin mich an und dann tapp ich raus, er ist behindert. Und einfach nur aus Prinzip warte ich jetzt auch noch 5 Sekunden und drücke nicht Go. Okay. Go. Ich hab G gedrückt. Ich kann aus Prinzip einfach... Bevor die Null da war. Ganz mies sein und sagen, dann sagst du, hey, ich warte jetzt noch 5 Sekunden und dann schneide ich einfach raus. Er hätte sogar keine 5 Sekunden gewartet. Und dann kommt dieses, hey, ich hab G gedrückt. Haha. 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 Schnittkräfte for the win. Aber vergesse ich eh wieder, wenn es soweit ist. Ja, wahrscheinlich. Denn du guckst dir das Video an und hörst, dass du es gerade so gesagt hast. Und dann, ja, stimmt, ich wollte den 5 Sekunden Schnitt machen. Nee, das ist auch das Schlimme. Wenn ich immer schneide und so, dann höre ich mir halt immer nochmal alles an. Und manchmal denke ich auch so, oh nee. Vor allem, wenn man das gerade erst gespielt hat, die Runde, und dann danach anfängt das zu schneiden, dann denkst du so, du hast das gerade alles schon gehört und gesehen und alles, und jetzt musst du das alles nochmal machen. Oh nee. Notfall. Na nur gucken. So, jetzt kommen auch Fliegeviecher laut Map. Ja. Aber auch erst jetzt. Und da kommen da schon Mages? Nee. Mages war doch schon eben einer, den habe ich direkt weggeklatscht. Du bist ja gemein. Mhm. Oh, ich bin runtergefallen. Warum fällst du die ganze Zeit runter? Weil ich zu schnell bin. Ich bin halt nicht so ein lahmarschiger Knappe wie andere bla, Menschen. Bla bla. Warum hast du hier nicht einen Tower hingestellt? Wo? Hier. Weil da eben noch ein Mob stand, was da drauf angegriffen hat und nicht weggelaufen ist. Ja, mein Gott, dann rennen wir da gerade hin und hauen den per Hand kaputt. Ja gut, dann kriegst du halt da keinen Tower. Hast du davon? Nee, will ich auch gar nicht. Ja, kriegst du meine auch Tower. Schaffen meine Tower auch ohne deine Hilfe. Noob. So, dann gehen wir dahin. Machen wir hier eine bunte Mischung. Ich loot die letzte Kiste, weil du warst zu langsam. Oh nein, na. Du hast einmal mehr Mana als ich in der Hand. Nee, hab ich nicht. Doch, immer wenn du mir was gibst, hab ich mehr Mana in der Hand als BÄM! Du. Guck dir das mal an! Ich dachte, man kann auf dem Holz nichts bauen. Aha! Oh! Und das sogar noch ein Feuertower auf dem Holz! Also. Junge, was hast du? Hier ist auch ein Tower, der kann auch weg. Ja gut, der kommt halt weg. Kannst ja verkaufen. Yo, Towers, Bitch. Das ist eigentlich voll mies, diese Anzeige, ne? Weil jeder denkt jetzt, dass die von der Mitte kommen, die Fliegenden. Ja. Eigentlich schon echt ein bisschen mies. Das ist echt voll die bunte Mischung, was du da gebaut hast. Ja, von jedem ein. Hier außen muss noch ein tödlicher Tower hin, ja. Wenn du genug Mana hast. Der brauche ich aber noch ein bisschen. Mana. Wie viel hättest du noch gebraucht? Ich habe 50 und 100 bräuchte ich noch. Achso, ich hätte 80 geben können. Da hätten 20 gefehlt. Das ist so easy. Vor allem, wenn ich hier auch noch rumlaufe und rumschnetzel, ist es eh alles easy. Ja, durchaus. Schnetzel. Ich hätte gern Schnitzel. Was? Oh, da wird ein Kristall angegriffen. LOL! Warum kommen die von da? Und wo? Also jetzt trollen die mich ja. Die kamen von da. Hä? Von da? Ja, von hier. Die kommen doch eigentlich nur von hier vorne immer, oder? Eigentlich ja. Weird. Ich hätte wirklich ein bisschen rumgetrollt. Warte, ich kümmere mich drum. Hey. Achso, da. Bin zur falschen Seite gelaufen, ich Idiot. Das ist gut. Kann man ja auch mal machen. Einfach nur um die Seiten... sich anzugucken. Ja. Welche schöner ist.
Genau, deswegen hab ich's gemacht. Oh, da kommen wir noch mehr. Wo gehen alle her? Ja, da kommen noch ein Paarchen. Ein Paarchen, Alter. Bin ich da? Ein paar Chips jetzt. Auf Parship.de. Alle 11 Minuten. Product Placement. 5000 Euro mindestens. Pro Minute. Mindestens. Das wird durch 2 geteilt. Ja, vielleicht. Mindestens pro Minute. Das heißt, das Video wird extra lang, damit man extra viel Geld kriegt. Ja. Und das Lustige ist, das glauben sogar manche Leute. Das ist echt ein bisschen dämlich. Wobei 5000 Euro ist ja wieder schlimm gewesen, weil das hätte ja wirklich irgendwie sogar möglich sein können. Man hätte ja 5 Millionen sagen können, aber dann glauben das auch wieder Leute. Also im Endeffekt ist scheißegal, was man sagt. Glauben eh immer Leute, dass man das wirklich dafür bekommt und so. Aber ist momentan ja eh das Problem hier, Schleichwerbung und sowas auf YouTube. Echt? Ja. Ist ja momentan Probleme bei vielen großen YouTubern und sowas und weil die Sachen zeigen, die kein Product Placement sind, weil für mich ist ein Product Placement, dass man dafür Geld bekommt. Aber ja, und das ist ja, auch, das ist ja auch meistens, dass das Product Placement daher entsteht, dass die YouTuber von irgendwelchen Firmen irgendwelche Sachen gestellt bekommen und die halt ja, vorstellen. Das, ja, das ist ja auch ein Product Placement, oder nicht? Ja, schon, aber im meisten Fall ist halt Product Placement so, keine Ahnung, ich nehme zum Beispiel die neue, Nivea-Creme oder sowas und dann sage ich, ja, hier, die ist voll toll und ja, ich krieg dafür jetzt 500 Euro oder so. So, wenn man eine Vergütung kriegt oder halt das Produkt gestellt oder sowas. Wobei, Produkt gestellt kannst du ja auch nicht wirklich von reden, weil wenn man jetzt ein Spiel bekommt, so als Let's Player, ist das ja auch nicht direkt ein Product Placement, nur weil du das Spiel gekriegt hast, aber das halt einfach Let's Play ist so. Aber ich meine jetzt sowas wie zum Beispiel, wenn du jetzt von Razer so ein ganzes Equip bekommst und du stellst das vor und machst so eine Rezension über das Equip, dann ist es doch ein Product Placement, oder nicht? Ja, das schon. So, ne? Weil aber, du hast es dir nicht selbst gekauft, du hast es gestellt gekriegt und zeigst das der Außenwelt und machst damit Werbung. Ja. Dann ist es ja ein Product Placement. Wobei man es halt wieder definiert, ob das wirklich... Ich würde es wahrscheinlich nur als Placement sehen. So, okay. Weil, ja, wobei, es ist halt eine schwere Grauzone, so das ganze Ding. Für mich ist hauptsächlich, ja, wenn ich ein Product Placement machen würde, also Unterstützung von irgendeiner Firma und sowas, ist für mich hauptsächlich, wenn ich dafür eine Vergütung bekomme. Hm. Und ja, klar, wenn du Sinn, die, ja, Sachen geschenkt kriegst, ist es halt auch in irgendeiner Weise was, aber du kannst ja auch nicht alles so als Product Placement markieren, was du irgendwie gestellt kriegst. Ja. Wobei, es gibt ja auch viele Leute, wie ich zum Beispiel auch, wenn ich ein Spiel gestellt bekomme, wie damals Drop Zone habe ich gestellt bekommen, da habe ich ja auch direkt am Anfang gesagt, so, ja, vielen Dank, ne, das Spiel habe ich von dem lieben Team von Drop Zone so bekommen. Aber ja, wirklich markiert hatte ich es dann ja auch nicht, weil, ich weiß nicht, ist halt eine Grauzone und da ist momentan sehr viele Probleme mit, dass manche angeblich Product Placement machen, obwohl das, keins ist. Ja, obwohl es halt keins ist. So zum Beispiel, Flying Uwe, kennst du den? Ja, klar. Der ist zum Beispiel mit seiner Firma, diese Proteinsachen und sowas. Mhm. Er benutzt sie halt auch und die stehen halt bei ihm auch in der Wohnung rum und sowas und die werden halt auch in Videos gezeigt und so. Und dann meinten die jetzt, das ist Product Placement, weil, ja, du zeigst da, von deiner Firma so Sachen und sowas. Ja, aber er wird ja dafür nicht vergütet, der kriegt dafür ja nichts, so, es ist ja... Weil es ist ja auch seine eigene Firma. Ja, und klar redet er nicht schlecht darüber, so, wäre selber blöd, wenn er sagt, hier, meine Produkte, die ich vertrete, sind scheiße, so. Ja, das ist richtig. Dann wird man die auch nicht vertreten, sollte man meinen, aber manche machen es ja. Ja, aber das ist halt genauso wie das manche große YouTuber, wie zum Beispiel Dena oder so machen, die dann halt irgendwelche Sachen sich kaufen und dann, wenn sie das halt vorstellen und darüber reden, halt wirklich explizit sagen, die Sachen habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt, das ist kein Product Placement. No. Ne? Das ist dann halt, da kann man dann halt unterscheiden oder da sollte man halt unterscheiden. Ne? Ja, und dann kommen halt aber die einen und anderen Leute wieder und sagen, ja, das hast du ja auch nur durch dein YouTube-Geld und sowas und meckern da ja, wieder genau, viele rum und sowas. Ja, aber es ist ja auch ein Job wie jeder andere so, nur dass ja, du... Natürlich. Da brauchst du vielleicht zwar keine Ausbildung für, aber es ist trotzdem ein Job wie jeder andere. Naja, aber ist ein Ogre. Ist halt schon recht schwer, sag ich mal so. Das ganze Schneiden und Videos bearbeiten und sowas, das lernst du auch nicht von jetzt auf gleich. Und wenn du dann Ausbildung zum Beispiel hättest, wäre das auch vorteilhaft. Aua. Weh.
Ja, und da verstehe ich das auch nicht so. Klar, YouTuber sind halt in dem Sinne immer... immer halt wirklich selbstständig auch. Also selbstständig gemeldet und so. Ja. Und ich weiß nicht, das ist halt ein ganz normaler Job. Ist zwar vielleicht jetzt nicht körperlich so anstrengend wie andere Jobs, aber es ist trotzdem auch geistig anstrengend und sowas. Da kannst du genauso gut sagen, ja, wenn man im Büro arbeitet und Tippse ist, ist das auch kein richtiger Job. So, weil die sitzt ja auch nur vor dem Computer und macht da ein bisschen was, so. Richtig. Man kann so welche Sachen halt nicht wirklich vergleichen. Ist halt, alles ist ein eigener Job, so. Selbst wenn du, keine Ahnung, wenn du Flaschensammler bist hauptberuflich, könnte man es auch schon fast als Job ansehen, wenn du das, anmeldest, so. Ja, aber halt auch nur fast. Ja. Ja, wo sind jetzt die letzten? Ach, da oben. Hallo, ich dachte gerade, oh nein. Weil die Map haben wir schon mal geschafft zu buggen. Da hatten wir irgendwo Einheiten, die es gar nicht mehr... Also es gab noch Einheiten, aber man konnte sie nicht töten, die waren irgendwo gebuggt. Toll. Ja. Aber schon lange her, wahrscheinlich ist das auch schon mittlerweile alles. Nee, aber was ist halt, es ist halt ein interessantes Thema so, ne? Dass, dass das einfach auch größtenteils diese heutige YouTube-Community von vielen halt so ist. Die dann halt sagt, ja, das kannst du aber nur, weil du verdient 1 Million Euro. Weil du das hast ist ja auch so 3 Millionen so. Abonnenten. Lass erstmal sagen, ja, wegen den Abonnenten. So, Abonnenten sind eigentlich auf YouTube total egal. Es geht hauptsächlich um die, um die Klickzahlen von dem Video. Um die Klickzahl an sich, ja. Wenn die nicht stimmen, bringen die auch die besten Abonnenten nicht. Und das dann hast du auch noch so Probleme, so, ich sag mal, ein YouTuber, keine Ahnung, der, du willst jetzt pro Klick 1 Euro verdienen, was jetzt natürlich übertrieben wäre. Aber, ein YouTuber verdient pro Klick 1 Euro. Hat dann jetzt die Sache, ich habe auf ein Video 1 Million Aufrufe, so hast du 1 Million verdient. So, dann bist du ja nicht automatisch Millionär, weil du musst den ganzen Scheiß musst du dann auch noch versteuern. So, und dann musst du... Ja, natürlich. Allein nicht nur das, erstmal zahlst du Steuern, da ist viel Geld weg. Dann musst du dich noch komplett selber krankenversichern, denn... Ja, weil Steuern, Krankenversicherung, andere Versicherungen, wenn du ein Auto hast, die Versicherung, alles... Ist halt viel. Du bist ja selbstständig. Ja, und... Auch das musst du ja auch anmelden. Ich weiß nicht, was das kostet, so ob das auch monatlich was kostet, wenn du als selbstständig dich anmeldest. Nee. Weil Kleinunternehmer kostet nur einmal im Monat, also einmalig was, wenn du als Kleinunternehmer, das weiß ich, aber wenn du im größeren Bereich verdienst und sowas, ich weiß nicht, ob das auch monatlich kostet. Und das ist ja auch die Sache, so egal wie viel du verdienst, wenn du mehr verdienst, musst du auch wieder mehr Steuern zahlen. Das ist halt, ja, das ist halt einfach so. Ziemlich kacke so, aber ja, es wird halt trotzdem immer gemeckert, so, ja, die verdienen ja Milliarden und so. Ja, ich habe mir letztens so ein paar Videos von Mr. Trashback zum Beispiel oder halt auch von Hand of Blood, ich liebe dem seine Realtalk-Videos, ne? Ja. Weil das halt einfach alles so der Wahrheit entspricht, ne? So Mr. Trashback hat halt so mit den YouTubern gesprochen, was passiert halt nach dem Fame? Ja, du bist halt da ein paar Jahre Fame und sowas alles und dann halt nicht mehr. So, und was passiert danach, ne? Und die meisten haben sich halt ein zweites Standbein aufgebaut, wie Dena mit seiner Firma. Da, oder halt auch Flying Uwe mit seiner Proteinfirma. So, das sind halt alles zweite Standbeine, wo die halt nach YouTube immer noch mit Geld verdienen. Ja, oder wie viele Leute haben eigene Webseiten und sowas, die gar nichts mit dem an sich zu tun haben. Die viele promoten auch nicht mal ihre Sachen, die sie nebenbei haben. So, obwohl das eigentlich total schlau wäre, würde ich auf jeden Fall machen. So, wenn da ein bisschen Hype-Pump kommt, dann sowas. Ja, ist richtig. Macht ja auch am meisten Sinn. So gesehen, ne? Soll ich den einen Drehtower hier reparieren oder hast du noch 100, 200, 14 Mana? Bräuchte ich noch was abzugraden? Okay, das reicht aber nicht. Genauso gut könnte ja eigentlich jeder, der irgendwo arbeitet, könnte ja mal auf seine Abrechnung gucken und da gucken, was er verdienen würde. Und was er im Endeffekt verdient durch die ganzen Abzüge und sowas. Und das kann man sich so in etwa, kann man sich auch die Selbstständigkeit vorstellen. So, klar sind die Beträge dann wahrscheinlich höher, also wenn man eine gut laufende Firma und so hat. Aber man hat trotzdem noch dieses, oben steht viel, aber unten steht wieder wenig so. Ja. Und das ist halt beim Selbstständigsein auch. Und das ist halt das Problem, was viele da nicht verstehen. Und das ist, glaube ich, die beste Verbildlichung, die man so haben kann. So, selber auf seine Abrechnung gucken und dann, was würde ich eigentlich verdienen? Wenn die Abzüge nicht da wären, so. Und was verdiene ich wirklich, wenn mit den Abzügen? Ja, ist richtig. Und das kann sich jeder andere dann auch so in etwa hochrechnen.
was YouTuber verdienen und sowas und dann also allgemein, was man so verdient und dann halt die Abzüge so. Und desto mehr du verdienst, desto höher sind auch die Abzüge. Das heißt, du bleibst plus minus immer bei diesen, keine Ahnung, dass du 10-20% von dem, was du eigentlich verdienst, los wirst. Ja. Bist du gestorben? Ja. Aber es macht halt einfach keiner, weil einfach die heutzutage die Community von YouTube ist halt einfach so, die ist einfach nur darauf bedacht, sinnlos rumzuflamen. Einfach wirklich so, wenn ich mir manche Videos angucke, so von YouTubern, die ich wirklich gerne mag, sowas wie Hand of Blood oder ich gucke mal zwischendurch Easy und so, weißt du, alle, die jetzt momentan im UFO sind und so, gucke ich mir auch zwischendurch mal an. No. Und es wird halt einfach immer nur rumgeflamen. So, und du musst einfach als ganz normaler YouTube-Verfolger oder als Kommunist, ich weiß nicht, wie man das nennt, Kommunist nennt man das so? Zuschauer. Kann man das so nennen? Hä? Zuschauer? Ja, Zuschauer, genau, Zuschauer! willst du da vielleicht mal irgendeinen Kommentar schreiben und das Video mal loben oder so, weil du das cool findest, weil du das cool gemacht findest oder so? Aber du musst jedes Mal Angst haben, dass du voll weggeflamed wirst. Es geht auch gar nicht darum, dass man unbedingt sagt, hier, das Video ist gut. So. Wenn du das Video nicht magst, ist ja auch voll in Ordnung, wenn du konstruktive Kritik sagst, hier, ich mag das nicht, weil das und das. Und dann vielleicht sagt man, was man besser machen kann. Da hat ja auch keiner was gegen. Aber ja, aber es ist heutzutage meistens so, dass es dieses... Ja, es gibt fast nur diesen kompletten Hate, so alles scheiße. Ja. Und das liegt aber hauptsächlich einfach an der Anonymität, so dass Leute anonym im Internet sind. Ja, das war halt früher auch schon so von wegen, weißt du noch, diese ganzen Kiddies, wenn du auf der Schulhof gesagt hast, so von wegen, ja, hier bei ICQ, wenn sie irgendwo deine ICQ-Nummer aufgeschnappt haben, sich weggeflamed haben, dich so totbeleidigt haben, auf dem Schulhof gehst du dann zu denen und sagst, ey, das hast du gestern zu mir gesagt, ja, ich meinte das nicht so, ja. Beweg dich doch mal. Das ist halt diese blöde Anonymität. Wenn jeder so dein Profilbild da hätte, wie er wirklich, also so ein Bild von sich selber hätte bei YouTube und dann, wenn man auf den Knall geht, so ein Banner, hey, ich heiße so und so, bin so und so alt, wohne da und so ein Scheiß. Wenn das stehen würde, dann wird einfach keiner mehr wirklich, was heißt keiner mehr, es wird wahrscheinlich noch welche geben, die wirklich auch die Eier in der Hose haben und wirklich sagen, ihre Meinung sagen und sowas. Ja, aber dann auch nur konstruktiv. Ja, vielleicht würden auch welche beleidigen und sowas, aber es ist halt dann immer noch so, es würde sich im Rahmen halten. Wie wenig würden das denn machen, so, weil viele dann, sich nicht trauen, weil es halt nicht mehr anonym ist. Im Endeffekt wird es halt kaum noch einer machen. Ja, und das ist halt einfach die Schlimme, dass du die Anonymität hast. Ja, du musst halt immer belegen, wenn du keine Anonymität hast und du das wird gesehen, wer das geschrieben hat und du beleidigst irgendwen als, darf ich blöde Schimpfwörter in deinen Videos benutzen? Ich weiß das jetzt gerade nicht. Klar. Kannst du ja wegpiepen. Keine Ahnung, und da schreibt das einfach so von wegen irgendeiner, du blöder Hurensohn, du verdienst 3 Millionen Euro, kaufst dir so einen scheiß Mercedes. So, ne? Ja. Wenn jetzt, einfach nur das Beispiel, wenn jetzt jemand wie Dena da seine G-Klasse vorstellt. Ne? So, weil er mag Autos, deswegen stellt er seine G-Klasse vor. Und dann kommt da so ein kleiner 13-jähriger Pimpf, sag ich jetzt mal. Ne? Und der schreibt dann, ey, du blöder Hurensohn, du kannst dir das nur leisten, weil du 3 Millionen Abonnenten hast. Prall mal nicht so rum, du Opfer. Ja. So, ne? Im Endeffekt ist das ja, das kannst du ja schon fast als Rufmord betiteln. So, und dann könnte ein Felix von der Laden einfach sagen, du, der hat Rufmord begangen, ich zeig den jetzt an. Ne? Und weil das jeder weiß, dass das durch diese, wenn du keine Anonymität hast, dass das passieren kann, wird es halt keiner mehr machen. No. Aber solange wie du halt anonym bist, dann reißt halt einfach jeder seine blöde Fresse auf, weißt du? Ja, und vor allem ist halt dieses, wenn man sich mal was gönnt, so was nicht ein normales, wie, er mag halt Autos, er kauft sich halt von seinem Ersparten sowas halt dann Autos. Ja. Oder, keine Ahnung, leiht sich die, was weiß ich was. So, ist ja okay so, jeder andere würde das genauso machen. So, wenn ich jetzt irgendwo arbeite und ich verdiene jetzt, keine Ahnung, nur 1000 Euro im Monat oder nur 500 Euro und will jetzt, keine Ahnung, den neuen Mercedes 85-3, was weiß ich was haben. So, würde ich ja auch einfach drauf sparen und mir den irgendwann holen. So, das Problem ist halt nur, dass das dann nicht in der Öffentlichkeit ist. So, das ist halt einfach, ich hole mir den für mich selber privat. So, mich kennt keiner. Und wenn jetzt irgendwer Berühmtes sich ein Auto holt, dann ist wieder, oh, da ist wieder was los. Oh. Ja, guck mal, wo hat der das ganze Geld schon wieder her, ey? Ist ja genau das gleiche, wie wenn irgendwer stirbt, so, irgendein Berühmter stirbt, dann alle, oh nein, voll traurig. Ich meine, gut, ist wirklich traurig, ist es jemand tot und sowas. So ein Popstar oder so ist vielleicht gestorben, ist blöd. Aber stirbt jede Minute auf der Welt, Alter. So, und das interessiert kein Schwein oder was? Nö.
nur weil der einen Namen hat und irgendwie bekannt ist, ja, da wird gleich gesagt, oh ja, das ist total schlimm. So, aber wenn jetzt der Nachbar von irgendwie nebenan stirbt, so, juckt das keinen, außer halt die, die den kennen, so. Ja, es ist halt immer so, wenn du halt YouTube machst und du kommst mit YouTube ein bisschen größer raus, bist du halt immer eine Person der Öffentlichkeit. Ja, und du musst dann natürlich auch ein bisschen drauf achten, wie du dich gibst und was du machst. So, du kannst nicht mehr einfach ihr blöd sein, sag ich mal. Du musst natürlich in dem Sinne schon ein Vorbild sein und das muss dir auch bewusst sein in dem Moment dann, wenn du ja, ist richtig. Eine gewisse Reichweite hast und Leute zu dir aussehen könnten. Ja, es ist halt wie ein Pädagoge so im Prinzip, ne? Ja. Kannst du schon fast sagen, jeder YouTuber, der was aus sich macht, sollte in irgendeiner Weise pädagogisch handeln. So, durchaus, ne? Sollte man. Du bist eine Person der Öffentlichkeit und du bist eine Vorbildfunktion für alle kleinen 13-jährigen Pimpfer, die ein großes Maul haben. Ja, das stimmt. Boah, ich weiß nicht, ey. Ich kann mich noch so gut dran erinnern, das war jetzt schon echt voll. Ich schwebe schon wieder, oh Mann. Das war jetzt wieder ein Part, schon wieder der voll so lange heißt. Her. Was? Nicht schon wieder so ein Part, der so heißt. Nee. Es ist jetzt schon bei mir ein paar Jahre her, aber überleg mal einfach die Zeit, wo du in die 5. Klasse gekommen bist. Oh ja. Ne? So einfach nur die Frage, wie war das für dich? Du kamst in die 5. Klasse, du gingst auf den Schulhof und das erste, was du gemacht hast, du hast dich versteckt. Ja, es waren irgendwelche 10-Klasser, waren in der Nähe und die waren einfach so, oh, hi, allerhöchstes Mal gesagt und ansonsten untouchable, so, Ja, du hast die nicht mit dem Arsch angeguckt, du hast die auch ganz bestimmt nicht angesprochen. Nee, also es ist einfach Respekt. Ja, ja, weil es war vielleicht nicht nur Respekt, sondern auch so ein bisschen Angst davor oder so, kann man auch sagen. Aber ja, Respekt war hauptsächlich vorhanden. Ich hab mich auf der Toilette versteckt, übelst, Mann. Ich hatte Vorschiss vor den 10-Klässlern. Ja, und dann kam die Phase, man selber als 10-Klässler denkt, oh geil. Man selber als 10-Klässler geht voll stolz über den Schulhof. Und dann kommen die ganzen 5-Klässler, was willst du, Junge? Ich mach dich fertig. Ja, guck nicht so blöd, du Opfer. Das ist aber das Problem, dass die Jugend von heute meist ziemlich im Arsch ist. Klar, wir sind auch nicht gerade die Ältesten und so, aber viele sind einfach wirklich respektlos. Und das am schlimmsten finde ich dann, wenn sie respektlos gegenüber den Eltern sind. So manchmal ja, ein Streit und sowas ist okay, so wenn man sich mal ein bisschen zopft und sowas, okay. Aber so krass respektlos, wie manche auch ihre Eltern und sowas beleidigen und alles, geht gar nicht. Ist so ein No-Go. So, weiß nicht. Vielleicht wurde ich auch anders erzogen in der Richtung, aber es ist halt einfach für mich so ein No-Go. So. Jeder wurde in irgendeiner Weise anders erzogen, aber es ist halt, keine Ahnung. Es ist halt so, heutzutage ist es halt einfach, ja. Der Respekt, die Jugend ist halt einfach komplett. Voll abgewichst, so, ne? Ja, es fehlt halt einfach komplett der Respekt. Bei, ja, übelst. Mittlerweile kann man schon sagen, bei vielen. So, es gibt mittlerweile nur noch Ausnahmen, wo es nicht so ist. Früher war es andersrum. Ja, die aus einem guten Elternhaus zum Beispiel. Ja, wobei da viele auch, die kriegen alles in den Arsch geschoben und sind dann auch so, haha, ich bin cool und kann mir erlauben, was ich will, so ein Scheiß drauf. So. Die sind halt ein bisschen prollig und ein bisschen, wie heißt das denn nochmal, egoistisch und provokant und so, ne? Aber da haben die Eltern dann auch ein gutes Druckmittel, wenn die Kinder blöd werden, ja, Geldhahn zu. Und dann müssen sehen, wie sie klarkommen. Oh gut, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz schön, dass man über so ein Thema mal quatschen kann und auch direkt eine Antwort kriegt, weil manchmal, wenn ich das in so Videos anspreche, ist halt immer blöd, weil man da nicht wirklich diskutieren kann, so direkt. So ist das ehrlich gesagt viel cooler, wenn man mit jemandem darüber diskutieren kann. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, wir sind mittlerweile schon echt weit drüber über die Folge eigentlich. Aber ja, so war jetzt halt mal ein Real Talk. Es war natürlich auch ein bisschen jetzt sehr interessantes Thema für mich, fand ich auf jeden Fall. Ich denke mal, es ist auch sehr interessant für alle anderen so. Und ja, ich hab 444.000, wir gehen zurück zur Taverne. Ja. Und dann können wir den Part auch beenden. Genau. Ja, gut, das Level hätten wir eigentlich jetzt schon vor 5 Minuten durchhaben können und so, aber gut. Es war aber sehr interessant, fand ich auf jeden Fall. Ja, das hat war ein schönes Thema. Und da habe ich echt jetzt wenig aus der Runde rausbekommen, Mann. Da kamen echt wenig Items zusammen. Kam wirklich, ne? Also ich sehe es noch nicht, bei mir lädt's noch. Ich hab so um die 50.000 nur an Mana bekommen. Bei mir jetzt immer noch. Ist halt immer noch ein bisschen was, aber, ne? Oh, jetzt bist du schon mal da bei mir, das heißt, ach, du kannst dich schon bewegen, das heißt, du bist wirklich da. Ja. Verrückt. Das ist richtig. Verrückt. Das ich weiß, Level 39, habe ich irgendwas Tolles gekriegt? Nö. Das ist ja schön. Ja, im nächsten Part sind wir dann auf den Dächern des Schlosses, der Stadt, oder was auch immer das ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Level, finde ich. Es ist auch easy zu deffen. Die Map ist mega cool.
Und ja, dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir Pack gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao und bye bye. Euer Klar Tom. Tschüss. Mann, du bist immer noch nicht viel schneller geworden. Halt den Maul.